Hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Beyond Good and Evil. Ja, der Ton ist für mich jetzt besser eingestellt. Ich bin im Hangar, ich gehe nach unten zu Page. Moment, Tabulator. Hovercraft. Schwarze Insel ist mein Primärziel, da soll ich ja hin, das ist ja eine neue Aufgabe hier, Hovercraft. Ich soll den Notgenerator verschieben, okay. Naja, okay. Dann verschieben wir mal den Notgenerator. Hätte er auch selber machen können. Brauchst du Hilfe? Ja. Jake, Reporting und Co. müssen dringend das Firmensparschwein auffüllen. So. Ja, cool. Jetzt können wir einsteigen. Okay, los geht's. Am besten wir fahren direkt zur Mamago-Werkstatt. Andocken? Nee, nicht an. Oh, cool. Yeah. Spiel gefällt mir immer mehr. Oh Mann, Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Es muss halten, bis wir bei Mamago sind. Wir haben, was wir brauchen. Was gibt's hier? Eine Absperrung. Absperrung, aber ich guck mal, ob es hier Tiere gibt. So ein bisschen. Unten im Wasser habe ich was erkannt. Oder woher kommt das? Naja, egal. Wir fahren. Nun, das war's. Fini. Finito. Ende. Ah, verdammte Dreckskarre. Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt. Oh. Ist ein Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mamagos gibt's Ersatzteile satt. Ist die Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mamagos kriegst du niemanden. Wo ist das Problem? Ich fahr vor und schlepp euch zur Mamago-Werkstatt. Mamago! Ja. Cool. Hey, es funktioniert. Ja, so ziehen sie die Kunden direkt ins Netz. Ja. Ist aber auch gar nicht anders möglich. Und schon sind wir in der Werkstatt. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Jade. Ja, hier riecht's auch schon irgendwie nach geräuchertem Speck. Ja, okay. Yo Jade, schön dich zu sehen. Hab mir schon Sorgen gemacht. Diese Dooms-Meteore sind auch recht nah bei euch runtergekommen, oder? Ja, ich hoffe, ihr konntet euch in Sicherheit bringen. Und die ganzen Knirpse, sind sie okay? Und die neue, wie macht sie sich? Es ging schon heiß her, aber am Ende ist alles gut gegangen. Danke, Issa. Klar kannst du. Wir kaufen. Ich möchte bei dir einkaufen. Egal. Irgendwie gibt's nichts. Aber hier könnte ich speichern schon. Was macht der hier? Hey Jay, zieh mal. Ein Doms-Meteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal da oben. Sehe ich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Rhinoceros sapiens, okay. Gute Arbeit. Daran denkt man gar nicht, dass auch solche Viecher
Wie schlechte Bildaufteilung. Willst du mich verarschen? Muss ich weiter weg von dir oder was? Ja. Den Herrn hier, ich weiß gar nicht, habe ich den schon? Kamera, Tiere. Sobald du 8 Fotos gemacht hast, kannst du einen Digital-Zoom. Ja, irgendwie bekomme ich den nicht ins Bild. Ah, jetzt. Identifiziert, datiert, abgelegt. Jo. Dann gehen wir mal weiter. Ich hab schon ordentlich Zeugs bekommen, ey. Hey, Jade! Halt doch mal die Füße still. Du bringst dich noch um mit dieser Hektik. Ja, ist okay. Speedcraft-Motor. Neutralisier... Kanone. Was ist das? Was ist das denn? Ich habe eigentlich genug, aber... Was ist das? Naja, gucken wir weiter. Sprungkit. Flugstabilisator. Okay, das ist alles... Sternenanzug. Das ist ja alles ganz schön... Übel wübelig. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, deswegen lasse ich es erstmal sein. Aber hier ist was für ein Dingens. Was ist das? Speedcraft Motor, ja, das brauchen wir auch. Hi, bla, ja, es war genau richtig, hierher zu kommen. Wir haben uns, bla, 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 Speedcraft-Motor, genau. Lege deine Perle einfach in das Empfangsgerät neben dem Antrieb. Ich garantiere, du wirst einen großen Unterschied merken und wenn du mal Probleme hast, kann er einfach mit einer SOD repariert werden. Davon haben wir sogar 2. Schweizer Offiziersdrohnen, die sind recht, echt praktisch. Du kannst dir welche im Automaten direkt hinter dir ziehen. Ja. Dankeschön. Hier können wir also hier welche ziehen wahrscheinlich. I don't know. Aber wählen wir diese Perle aus und legen sie hinein. Jo, verkauft. Ja, ist okay. Dafür haben wir einen Motor. Ein Speedcraft-Motor zu installieren. Ein Speedcraft-Motor. Kein Problem. Bis jetzt übrigens noch keine technischen Probleme. Finde ich gut. Also jetzt von meiner Aufnahme her, das ist cool. Wo muss ich jetzt hin? Motor ist repariert, so. Jetzt können wir irgendwie wieder einsteigen. Nee, wir steigen so ein. Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen! Jojo. Jetzt habe ich vergessen zu gucken. Wie lang die Aufnahme schon ist. What the fuck? Wir greifen die Boote an. Wir müssen sie beschützen. Hä? Okay. Ah, okay, ich schieße ihm also immer wieder Teile weg. Jetzt ist der Kopf dran.
können wir gut gebrauchen, wenn wir wieder zu den Mamabos müssen. Ja. Eine neue Perle. Da muss ich lang. Oha. Hey, Kate. Ein Schwarm blauer Skorpionsfische. Wetten, dass das Forschungszentrum... Ja. Aus der gleichen Familie wie die Skorpionsfische. Schwer zu fotografieren. Okay, dieser Film ist voll. Bravo, Jade. Ich schicke den Zoom. Und ich werde den Film neu laden. Okay. Finde ich gut. Finde ich gut. Mal eben abbremsen. Bisschen umschauen hier. Nö. Wir müssen hier lang. Miss Jade. Mr. de Castellac möchte Sie so bald wie möglich auf der Schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld. Ja, glaube ich. Deswegen sind wir unterwegs. War die Schwarze Insel gleich nochmal? Südliches Tor. Einfach geradeaus. Okay, das ist gut. Hui. Da hinten brennt's. Die Meteore sind durch den Schild gebrochen. Wir müssen super vorsichtig sein, Jade. Die Angriffe werden immer intensiver. Hui. Oh. Ist das ein Bulle? So, und jetzt? Da müssen wir lang, in den Tunnel da, aber ich schaue mich mal ein bisschen hier um. Sogar diesen Weg haben sie gesperrt. Sie betreten eine ja, ist ja Zone. Okay. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Land in Sicht, Captain! Schwarze Insel voraus! Ja, dankeschön. Zeugen gesucht! Die Verräter des Iris-Netzwerks sind irgendwo auf Hillis gelandet. Hohe Belohnung für alle Informationen. Okay. Oh, 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 oh. Ach so, es sind die... Die letzten, na gut. Hätten ja auch andere Fische sein können. Muss ich hier rein? Ja. Schwarze Insel. Sobald ich hier speichern kann, tue ich's und dann ist der Part auch vorerst beendet. Und ja, wir sehen uns dann danach. Aber vielleicht dauert's ja noch mit dem Speichern. So, auf der Schwarzen Insel angekommen. Ich mag nicht, dass man nicht springen kann. Ich mag solche Spiele eigentlich nicht. Springen sollte man schon können. Hallo, Miss Jade. Mein Arbeitgeber, Mr. de Castellac, ist wie alle Hylianer an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Doms zu bekämpfen. Aber man sagt uns nicht die Wahrheit. Die Doms-Monster haben bereits jeden Winkel unseres Planeten infiltriert. Zwei Exemplare wurden unten in dieser Mine gesichtet. Wenn wir die Bevölkerung nicht warnen, wird sich ihre Anzahl radikal erhöhen. Mr. de Castellac ist bereit, eine sehr hohe Summe zu bezahlen, um Fotos von einem paar dieser Monster zu bekommen. Dies ist eine sehr riskante Mission und es steht Ihnen frei abzulehnen. Die Doms sind nicht unbedingt unsere Freunde. Sagen Sie Ihrem Boss, er bekommt das Foto. Na gut. Ja, dann gehen wir mal rein und... Und nicht vergessen, Mr. de Castellac will ein Männchen und ein Weibchen auf einem Foto. Okay. Hier sind ganz viele von den Viechern. Hatten wir doch schon alles, ne? Ja. Und den kleinen da habe ich auch schon gehabt. Moment. Irgendwo stand doch was mit Aktion. Na gut. Mach mal auf hier. Ah. Oh. Koop-Rätsel oder was?
Ja, dann lass schnell durch. Wir werden seine Erdwürmer schon finden. Ja, zwei von ihnen brauchen wir. Entschuldigung. Das ist aber ein neues Viech. Hey! Ich muss näher ran. Danke, Jade. Fliegen sind verkannte Wesen. Ja. So, dann hätten wir das erste Foto schon auf dem neuen Band. Jade, kannst du bitte mal kommen? Ja. Ich habe was Wichtiges zu erzählen. Ja, dann erzähl mal. Jetzt ist wohl ein guter Moment, um dir meine neueste Erfindung zu zeigen. 2 Jahre Arbeit unter größter Geheimhaltung. Das Ergebnis der Arbeit meines Lebens. Meine kleinen Juwelen, die Jetboots. Sie laufen mit selbstgemachtem Biotreibstoff. Hier ist die Tasche mit Druckmethan. Und in der Sohle sind die 2 Turboreaktoren. Um sie zu starten, musst du einfach den Hintern zusammenkneifen. Das Transportmittel der Zukunft. Ich warte auf dein Signal, Jade. Chili con carne! Hey, was zum... Oh! Ja. Naja, so oder so ähnlich. Cool. Ah, okay. Falls du noch eine Vorführung möchtest, lass es mich einfach wissen. Wow, warum hast du mir das verheimlicht? Naja, ich arbeite ja noch daran. Ja. Änder bloß nichts mehr, die sind perfekt. Okay. Ah. Ja, Hammer-Rätsel hier. Gut gemacht. Genau nach meinem Geschmack die Rätsel. Absolut. Hey Jade, da ist die Karte. Mach ein Foto. Probier mal deinen Scanalyzer. Der ist also ganz am Ende des Gangs. Ja. Kam jetzt unerwartet. Was ist das? Was ist das? Lycoperdon fugiferus. Verblüffendes Foto, Jade. Ich hätte gerne Infos. Was ist das? Sag einfach wann, Jade! Zeig für den Hammer! Siehst du? Dein Jetboots-Angriff lockt sie aus ihren Löchern. Ja, aber sei vorsichtig. Sie beginnen zu glühen, wenn sie sauer werden. Hä? Sag wann, Jade! Ach so, oh, ah. Ich muss hier diese... Ich warte auf dein Zeichen, Jade! Zack. Easy. Sag einfach wann, Jake. Zack. Schon haben wir beide Wege freigeschaltet. Bisschen Futter haben wir hier. Und ein Boost. Okay, dann hätten wir das schon mal erledigt und kommen ein Stückchen weiter. Was ist das? Was ist das? Oh. Verstehe ich nicht. Die Hylianische Bank zahlt 5 Einheiten für jeden Materiekristall, okay? Materiekristall. Ich werde es pronto an die Bank transferieren. Wir zahlen mucho dinero für jeden Kristall. Bravo. Yeah, 5. Hammer. Und jetzt?
Okay. Hey Jade, komm, schau dir das an. So, jetzt haben wir uns geheilt. Ja, was gibt's denn? Wir werden ein paar Werkzeuge brauchen, um durchzukommen. Wir sind in einer alten Mine. Da sollte es doch einen Werkzeugschuppen geben. Ja. Vielleicht sollten wir den jetzt suchen. Dann bekommen wir hier auch diese Brücke runter und... Ja, das sollte kein Problem sein. Dich hatten wir schon. Hey, hau doch zu. Ah, dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Hol sie dir, Mädchen. Hallo. Jetzt. Zack. Ich weiß nicht, wie lang der Part jetzt gerade ist, aber... Ja, ich habe mich wohl sehr, sehr frühzeitig verabschiedet. Das nehme ich einfach nochmal zurück. Oh, 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 oh. Oh. Krohax, egal was, du solltest nicht in ihre Nähe kommen. Okay. Ah! Was muss ich denn jetzt machen? Oder soll ich den besiegen? Runter von mir, Elendes! Was auch immer du bist! Danke! Au! Nicht auf mich! Was war das? Krohax! Hier werden noch mehr sein, Jade. Sie greifen immer in Zweier- oder Dreiergruppen an. Aha. Mache ich hier jetzt? Ah, hier ist ein Schalter. Ah, ich check's. Ich muss hier zu zweit den Dingens verschieben. Ich bin eigentlich gar nicht mal so schlecht hier in Rätsel lösen. Die Rätsel sind hier genau noch schaffbar für mich. Noch. Sitzt fest. So, jetzt muss ich den Schalter wahrscheinlich nochmal drücken. Oder auch nicht. Was soll ich denn hier machen jetzt? Ah, hochklettern. Nee, Lava, ey. Mein Gott, Qualm! Eier! Euch bereit, euren Schatzgott! Qualm! Ah, diese kleinen Medusas. Lichter im Schatten. Ja. Und da auch noch. Wunderbar. Normalerweise leben Alicias im Wasser. So. Jetzt geht's euch an den Kragen. Was sind das jetzt für Viecher? Die großen sind Mutanten. Sei vorsichtig. Okay. Was für ein Zeichen? So, jetzt muss ich beide auf ein Foto bekommen. Ah!
Habt doch beide. Oder sind das nicht die richtigen Gegner? Komm ey, ihr geht mir langsam auf den Sack. Aha. Na gut. Ja, komm. Vielleicht haben wir etwas übertrieben, hm? Das ist genau die Art von Tierberichten, die... Ja, ist ja schon okay. Autsch! So. Ah, okay. Hey, in diesem Schuppen sollten wir was finden können. Ah, dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Wie? Kontoidentifizierung. Okay, ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Also, nee, brauche ich nicht. Davon habe ich genug. Aber ich speichere hier erstmal. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Alte Mine, erfolgreich gespeichert, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.